Ich bin gerade in Hamburg. Hier gibt es aktuell die Klimawoche und in dem Zusammenhang auch die Lightcycle Rohstoffwochen. Und was genau das ist, das schaue ich mir jetzt mal an. Hallo Herr Vogt. Ja, ich grüße Sie. Ja. Was genau machen Sie bei den Lightcycle Rohstoffwochen? Ja, wir besuchen Schulen, bauen eine Live-Satellitenanlage auf. Und das würden Sie damit? Das ist damit. Diese Anlage haben wir eine direkte Lizenz von der Europäischen Weltraumorganisation und können dann sagen, das ist die Erde vor 2 Minuten aus dem Weltall. Wahnsinnig spannend. Ja. Was können Sie da zum Beispiel sehen zum Thema Ressourcenabbau? Ja. Oder? Wir gehen in verschiedene Gebiete heran. Das zum Beispiel ist eine Aufnahme aus Peru. Wir sind im Norden von Peru und zwar ist das die Yanacocha-Mine. Die Yanacocha-Mine ist die größte Goldmine Amerikas. Dort wird diese Fläche zerstört. Das ist eine Fläche von 250 Quadratkilometer. Hamburg hat 750 Quadratkilometer. Und das ist gerade hier in Hamburg, ne, dass den Schülern dann klar bewusst wird, Mensch, das ist ein Drittel unserer Fläche, die dort für den Goldabbau zerstört wird. Also Sie machen das wirklich sehr anschaulich in einem ganz konkreten Beispiel. Ich sehe da vorne auch verschiedene Rohstoffe. Ja, ja. Was ist denn für die Schüler das Highlight an Rohstoffen? Highlight ist natürlich Gold. Wir lassen dann die Platinen rumgehen und da sieht man eben, wo das Gold eingesetzt wird. Ne, dann sind die Schüler auch froh, dass sie nicht ihre eigenen Handys auseinandernehmen müssen, sondern dass wir ein paar alte dabei haben. Gold wird natürlich eingesetzt in den Kontakten. Ich habe eben auch nochmal, das ist natürlich auch das Besondere, wenn ich dann sage, ich bringe echtes Gold mit. Ich muss natürlich jedes Mal sagen, dass ich das wieder haben möchte. Ne? Aber das ist so die Goldmenge in einem Handy, wo wir sagen, ja, das ist doch nicht gar nicht viel. Und wenn man dann überlegt, in der Tonne Gestein, die wir da eben bei der Yanacocha-Mine, ist 1 Gramm Gold. Wenn wir eine Tonne Handys haben, sprechen wir über 250 Gramm Gold. Mhm. Und das ist so der Ansatz, dass die können das anfassen, fühlen, ne? Und dann durch den Größenvergleich wird ihnen bewusst, Mensch, in unseren Handys sind sehr viele Rohstoffe und es sind zu schade, dass wir die wegwerfen. Aber das Recycling fängt also auch im Alltag an. Es lohnt sich tatsächlich auch, Dinge zu recyceln, wie zum Beispiel Lampen. Ja, auf jeden Fall. Bei jeder Lampe, die ich kaufe, spare ich Rohstoffe, weil die Lampen einfach viel länger halten als früher. Und wenn ich die wieder recycle, bis zu 90% der Rohstoffe kann ich wiederverwerten. Ich kann da neue Produkte draus machen. 90% ist einfach ein Argument. Ein wirklich wichtiges und sehr spannendes Bildungsprojekt. Vielen Dank, viel Erfolg. Ja, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.